Jo, hallo. Ich bin Fabian und ich möchte euch heute die Extensible Markup Application Markup Language vorstellen, auch XAML bekannt, oder XAML, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und diese Sprache ist, wie man schon ahnt, ein weiterer XML-Dialekt, die ist relativ langweilig, wurde 2008 von Microsoft entwickelt. Und hatte am Anfang das Ziel, User Interfaces zu beschreiben im WPF. XAML ist nicht vom Konzept her darauf beschränkt, das zu tun. WPF ist übrigens die Windows Presentation Foundation, das ist das UI-Framework, das man benutzt, wenn man ganz vorne dabei sind bei Microsoft. Also so ein bisschen was wie Swing oder ADT oder was auch immer ihr als UI-Frameworks kennt, das heißt im Java-Bereich oder so. Genau, und was das auszeichnet, ist, dass es deklarativ ist. Das heißt, wir haben eine XML-Datei, die beschreibt, wie ein User-Interface aussehen soll oder wie ein Objekt im Speicher aussehen soll. Es sagt nicht, wie ich dazu komme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Swing programmiere, dann habe ich diese typischen Schritte. Ich mache erstmal ein Panel auf und dann mache ich mein Item und dann setze ich da die Werte und dann setze ich das in das Panel rein und dann mache ich das Unterpanel auf und tue das in das Unterobjekt und tue es und so weiter. Du hast da so. Wer Swing schon mal gemacht hat oder jedes Angular Framework, das imperativ arbeitet, hast du diese Liste, dieses Rezept, wie baue ich mir das zusammen? Und wenn man das in XML schreibt, dann hat man den Vorteil, man sieht sofort, so soll es aussehen. Wie man da hinkommt, ist eigentlich relativ egal. Ich sage nur, wie es aussehen soll. Ja, und da ich natürlich bis heute nichts gemacht habe mit dem Vortrag, ist das Ganze mehr eine Live-Demo. Aber ich werde Schritt für Schritt durch die Features der Sprache mal durchführen und hoffentlich all diese Punkte ansprechen kann. Am Anfang geht es um Namespaces. Wer XML kennt, kennt auch XML Namespaces. Das Problem ist nur, dass wir zusammenarbeiten mit anderen Namespaces, nämlich aus dem .NET CLR-Raum, aus der Common Language Runtime. Also wir müssen dann irgendwie Klassen da reinbringen, damit sie sich miteinander verstehen. Und dann erkläre ich euch, wie man Eigenschaften setzt von Objekten und wie man mit Collections arbeitet und der ganzen Kram. Aber, ich einfach mal zeigen. Genau. So. Wir machen aber mal ein neues Projekt. Ich werde jetzt einfach ein WPF-Projekt wählen. Das ist nicht wirklich zwangsläufig nötig. Aber es hat den Vorteil, dass wir eine gleiche Anzeige haben, die man so schön hier benutzen kann in der Präsentation. Das heißt, wir haben nicht irgendwelche Konsolenausgaben, sondern können gleich interessante Sachen anzeigen. Also sagen wir, das ist unsere XAML-Demo. Genau. So. Visual Studio wertet jetzt die Template des Projekts aus und baut uns eine Applikation. Und da das der böseste Fehlkauf war, den ich hier gemacht habe, dieses Laptop, dauert es ein bisschen. Also. Ist da rechts ein offen, ihr macht das Ding jetzt auch? Nein, ich kenne ihn. Sehr schön. So, sind wir da. Das ist der Teil, den ich nicht so mag. Dann geht es gleich los. Den Visual Editor wollen wir auch gar nicht erst sehen, würde ich der Einstein sagen. Genau. Uns interessiert tatsächlich nur XAML. Das ist. Das tut mir nichts. Wenn wir hochziehen, dann macht das in den Einfahrmodus so etwas. Weißt du? Eröffnet es nur das nächste Mal in der anderen. Ja, gut, dann hier hochziehen. Ja, ich weiß. Wie war das Texteditor? Ja, Texteditor, Zahlen. Kann man es ausschalten, das ist so schön. Ja. Das ist ja schon mal ein Wissen zuwachs. Ja, das habe ich schon irgendwie 100 Mal eingestellt. So. Thank you.
So. So. Yeah. Jetzt ist es, danke. Das hätte ich vor einem Jahr wissen sollen. So, für die Präsentation noch zwei Schritte. Also, das ist hier eine XAML-Datei. Und die beschreibt eigentlich schon ziemlich eindeutig, was es ist. Es ist nämlich ein Window und in der Mitte ist ein Grid. Und das ist uns jetzt eigentlich erstmal egal. Nur mal zu demonstrieren, wie die Sache aussieht, sagen wir, wir machen hier einen Button rein, machen die Sache zu, das ist einfach nur eine XML-Datei, starten die Sache und zack, Button. Worum es uns aber gehen soll, ist, dass man alle möglichen Items in XAML erstellen kann. Man kann sich halt komplette Objektbäume erstellen. Das ist nicht nur nützlich, wenn man UIs schreibt, sondern generell, wenn man irgendwie einen Objektbaum deklarativ erstellen will. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe meine irgendeine Klasse, mein Master ist ein User und hat nichts mit irgendwie Aussehen zu tun. Es ist kein visuelles Element, es ist vollkommen egal. Es beschreibt einfach nur einen Benutzer. Und diese Benutzer, hat irgendwie einen Namen. Genau. Und das ist jetzt irgendwie ein total langweiliges Objekt. Und den tue ich hier rein. Ja, ich will. Dann ist das hier mein User. Und dem kann ich einen Namen geben, weil mein Objekt hat ja die Eigenschaft Name. Und das ist dann mein Gegenfarbe. So, das ist egal. Was anders, Entschuldigung. Name ist gerade ein reserviertes Ding. Sagen wir. Das ist Fabian. Und damit es uns auch was anzeigen kann, gehen wir eben noch, also wird dieses Objekt jetzt anzeigen. Dass ich das auf dem großen Rechner.